Okay, dann haben wir das auch mit dem Termin geklärt. Dann kommt die Rede, dann muss ich da... Okay, ne, dann sind wir, glaube ich... Oder hast du noch was? Ich habe nur noch eine Kleinigkeit. Ja. Bin noch mal gerade die Praktikantenliste durchgegangen. Da ist, glaube ich, irgendwie ein Datum nicht. 8.5.45 kann es sein? Was? 8.5? Geburtsdatum. Von einem Praktikanten? Ja. Ja, klar. Aber mal ehrlich, wieso ist das klar? Baujahr 45, Praktikant? Fragen wir doch mal den Praktikanten. Ja, und da ist er, der Praktikant, Baujahr 45. Klaus Schüler, Klaus, vielleicht stellst du dich einfach mal vor und was hast du gemacht bei mir? Ja, lieber Otto, ich war 30 Jahre lang Anwalt in Nürnberg und danach hast du gesagt, komm doch mal in Berlin vorbei. Und nachdem ich dann über diesen langen Zeitraum Gesetze ausgelegt und angewendet habe, wollte ich eigentlich mal wissen, wie sie gemacht werden. Und dir habe ich zu verdanken, dass ich mein Wissen erweitert habe und während der Zeit, der ich hier vor 16 Jahren begonnen und dann 6-mal hintereinander Praktikum bei dir machen durfte, dieses Wissen erworben habe und unwahrscheinlich viel gelernt habe. So, das heißt aber, du hast gesagt, nachdem ich aufhöre zu arbeiten, ich bleibe aktiv. Und dann bist du ja, dann haben wir das so gefunden, wie du es so schön beschrieben hast. Und so bei deinen ersten Praktika als Senior-Praktikant, was war für dich so die erste wichtige Erkenntnis beim Zuschauen, beim Gesetze machen und ähnlichem? Was war da etwas, wo du sofort gesagt hast, das ist für mich der Kern, den ich neu gelernt habe oder der für mich wichtig war? Also erstens habe ich es immer abgelehnt, das Politiker-Bashing, und habe es dann auch hier gesehen, wie wichtig und intensiv die Arbeit ist, die hier gemacht wird. Also ich bin keiner, der dann zu Hause in Berlin da oben schimpft, weil ich genau weiß, wie schwierig es ist. Wir haben es heute ja wieder gesehen, einen Kompromiss zu finden aus verschiedenen Meinungen und was für eine intensive Arbeit bis tief in die Nacht da dranhängt. Und für mich war halt auch schön, einfach in diese Gremien mit reinzugehen und mit zuzuhören, wie sowas abläuft. Und du hast mich ja dankenswerterweise zu vielen Sitzungen mitgenommen. Teilweise durfte ich dich auch vertreten, was eine große Ehre für mich war, wenn ich da den Abgeordneten Otto Fricke repräsentieren durfte. Mein schönstes Erlebnis war immer noch der Jahresempfang beim italienischen Botschafter. Ich habe es, glaube ich, schon mehrfach erzählt. Großer Italien-Fan. Ja. Und ja, es hat dann ja auch meine Tätigkeit dann auch Niederschlag in der örtlichen Presse bei mir gefunden. Ja, das ist was Besonderes bei dir, weil du hast dich auf ein Thema dann ja bei deinen Praktika immer mehr verstärkt. Vielleicht kannst du zu dem Thema was sagen und wieso du es dann sogar in die örtliche Presse geschafft hast. Ja, ja, du hast ja mal gesagt, mach doch mal was für Nürnberg. Da habe ich überlegt, was soll ich für Nürnberg machen? Und dann habe ich eine kleine Anfrage entworfen in deinem Namen zu der Frage, warum es zu dem Gerichtshof in Nürnberg noch immer kein Museum gibt. Also ist lange, lange her. Diese kleine Anfrage wurde dann also beantwortet von der Bundesregierung. Meine ganzen Fragen, die ich entworfen hatte, wurden mehr oder weniger hinhaltend beantwortet. Aber nur wenige Wochen später flossen die Millionen. Und seitdem bin ich der Meinung, dass an dieses Memorium Nürnberger Prozesse, dass es jetzt seit über 10 Jahren gibt, dann für sich eine Gedenktafel für uns beide angebracht werden müsste, weil wir uns um die Gründung verdient gemacht haben. Wir haben den Anstoß gegeben, dass der erste Zuschuss von der Bundesregierung für diese Gründung des Memoriums Nürnberger Prozesse kommt. Und da bin ich immer noch dran an diesem Thema Völkerstrafrecht und Menschenrechte. Das ist das immer, was ich noch mit großer Leidenschaft und trotz hohen Alters betreibe, und das möchte ich auch gerne noch weitermachen. Was ist so für dich das Bleibende, was, wo du sagst, das ist was, wo ich immer sage, das habe ich ganz anders gedacht, dass es wäre, wo du sagst, das nehme ich immer wieder mit und das erzähle ich sozusagen auch gerne denen, die noch nicht so ein Praktikum machen konnten. Ich würde sagen, dass es die Kollegialität quer durch die Parteien ist, die mich beeindruckt hat. Und du bist ja einer, der schon sehr lange hier dabei ist und du kennst ja praktisch jeden, und das finde ich einfach toll, wie ja auch über die Parteigrenzen hinaus, und da ist sogar der Linke ist
ist, mit dem gehst du genauso um wie mit dem Grünen oder der Grünen und du siehst über die Parteigrenzen hinaus und das ist für mich wichtig, weil das ist Demokratie, dass man auch die anderen Meinungen akzeptiert und dann halt in einer Ampel oder wo auch immer zu einem vernünftigen Ergebnis kommt. Und das ist das, was mich nach wie vor beeindruckt und Spaß macht, dabei zuzuschauen. Klaus, ich danke. Danke dir. Guten Tag, Moment. Hallo, der neue Klaus Praktikant. Schüler, Senior-Praktikant. Jetzt mal so von Praktikant zu Praktikant. Gibt es da vielleicht etwas, was Sie mir für mein Praktikum mitgeben könnten? Ja, unbedingt dranbleiben, hinterherlaufen, immer mitgehen. Das ist ganz wichtig, erfordert zwar erhebliche Konditionen, aber es lohnt sich. Okay, ja, Gott sei Dank wurde er auch immer älter. So viel Kondition brauche ich da hoffentlich nicht.